Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 76. Ausgabe Nummer 76. Herzlich willkommen zu einer Spätausgabe der Lage der Nation, dieser Sendung, in der wir wie jede Woche eigentlich fast das ganze Jahr die politische Lage hierzulande und in der Welt zusammenkehren. Wir, das ist Ulf Bommeier. Hallo Ulf. Hallo Philipp, ich grüße dich. Ja, Late-Night-Lage muss man wirklich sagen. Du bist Philipp Banse. Ja, genau. Das musst du mich daran erinnern, weil gerade habe ich meinen Namen vergessen, ob dieses ganzen Chaos hier, unseres technischen Ihr ahnt es nicht. Wir machen jetzt mal Pre-Show für alle, so eine Sekunde Pre-Show. Wir haben uns schon ohnehin relativ spät heute verabredet aus beruflichen Gründen. Bei uns am Verfassungsgerichtshof ist gerade wahnsinnig viel los, deswegen kann ich ehrlich gesagt wirklich nur spät abends die Lage machen. Und dann brennt hier auch noch die Hütte in Sachen Technik. Also das muss man wirklich sagen. Das war jetzt hart. Es ist inzwischen 22.21 Uhr, wo wir die Lage wirklich anfangen können. Deswegen stürzen wir uns hinein in die guten Nachrichten, Philipp. Es gibt immer mehr liebe Menschen, die uns unterstützen. Genau, aktuelle Zahl ist 481. Ganz grandios. Das wird mehr. Toll, dass ihr uns unterstützt. Vielen, vielen Dank. Und von unserer Seite gibt es auch ein paar News, nämlich einmal ist die Weihnachtslage am 21. Dezember ausverkauft. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass das jetzt so schnell ging. Ja, das dachte ich auch, ne? Weil ist ja immerhin Weihnachtszeit und viele Weihnachtsfeiern und alles ein bisschen stressig. Und dass ihr trotzdem am Donnerstag vor Weihnachten in das Sankt Studio kommt, ins Sankt Studio vom Attila nach Kreuzberg, das ist ganz großartig. Wir freuen uns sehr auf euch. Genau, also wir müssen nochmal gucken, vielleicht gibt es noch ein paar Plätze, das würden wir dann aber nochmal eruieren, weil es hat sich bisher noch nicht geklärt, ob da vielleicht nicht noch 10 oder 20 mehr reingehen. Das würden wir dann aber noch verkünden. Jedenfalls, was man aber auch schon verkünden kann, ist, dass wir tatsächlich jetzt mal eine Lage nicht nur in Hannover, nicht nur in Berlin machen, sondern auch in Hannover. Wir hatten das ja letztes Mal angekündigt oder angeleiert und ihr hattet das ja auch zahlreich gefragt, ob man das nicht mal woanders machen könnte als nur in Berlin. Und siehe da, es gibt zahlreiche Ideen und Angebote und eine davon hat sich schon recht schnell materialisiert, nämlich 2. Februar 19.30 Uhr im Pavillon in Hannover. Die Details, die sind noch ein bisschen offen, aber der Termin steht, da könnt ihr euch schon mal das Date saven, oder Ulf? Genau. Und das ist ein Freitagabend. Das heißt also für diejenigen von euch, die vielleicht nicht aus Hannover kommen und überlegen anzureisen, das geht dann auch, weil man am nächsten Tag eben keinen Urlaub nehmen muss. Man könnte dann einfach eine Nacht in Hannover bleiben. So machen Philipp und ich das natürlich auch. Und insofern ist es wirklich sehr schön, dass wir das hinbekommen haben. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch schon an den Heise Verlag, ja, bekannt für den Heise News Ticker und für die CT, denn die haben uns bei der Organisation sehr unterstützt. Details folgen. Da gehen angeblich 170 Leute rein, deswegen müsst ihr zahlreich kommen, sonst wird es luftig. Ich war da vor ein paar Monaten schon mal bei einer anderen Veranstaltungsreihe von Heise. Das ist ein sehr schönes Veranstaltungszentrum. Das ist so dieser klassische, wie soll ich sagen, Kulturgeist der 80er Jahre. Ne? Das ist alles ein bisschen aus Beton und so, aber eben einfach total schön, dass da Platz ist für ganz viele Initiativen und insofern passt das total schön auch zur Lage. Also so ein richtig, wie soll ich sagen, ist aus meiner Sicht so ein typisch demokratisches Veranstaltungszentrum, ne? Wie es das in Westdeutschland an so vielen Orten gibt. Ja, Stichwort Demokratie. Philipp, ich dachte, wir wollen keine Überleitung mit der Brechstange. Nein, das stimmt, aber in diesem Fall muss es sein, weil es doch ein echt knarziges Thema ist. Jamaika AD heißt das bei uns. Abschied oder Aufbruch aus der Karibik, hat der Spiegel geschrieben. Also, die langen Bemühungen, um diese Koalition zu schmieden aus 4 Parteien, sind diese Woche krachend gescheitert. Wir hatten nicht damit gerechnet, wenige hatten damit gerechnet, es gab ein paar Skeptiker, aber ich glaube, so richtig die Mehrheit hat nicht damit gerechnet, dass Christian Lindner am Sonntagabend, FDP-Chef, 23.46 Uhr, vor die Presse tritt und eine gut 4-minütige Rede hält und in der er unter anderem das sagt. Es hat sich gezeigt, dass die 4 Gesprächspartner keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten. Eine Vertrauensbasis und eine gemeinsam geteilte Idee, sie wären aber die Voraussetzung für stabiles Regieren.
Und man würde ja annehmen, ja, dass Christian Lindner, wenn er schon nach mehreren Wochen das Ende der Sondierungsgespräche bekannt gibt, auch inhaltlich etwas beizutragen hat zu der Frage, warum denn jetzt die Sondierungen eigentlich gescheitert sind. Und dazu allerdings hat er sich bislang nicht so wirklich erschöpfend geäußert. Und direkt am Abend nach dem Abbruch sagte er dazu Folgendes. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen. Soweit Christian Lindner. Ja, was ist denn jetzt eigentlich die Lage? Also diese Sondierungsgespräche sind beendet, diese Koalition wird definitiv nicht zustande kommen und wir haben jetzt also eine doch relativ dramatische Lage, weil es so erstmal in Deutschland nach dem Krieg noch nicht gegeben hat. Wir haben eine Regierung, die ist geschäftsführend im Amt, hat aber im Parlament keine Mehrheit mehr. So, weil die SPD ja in der Opposition ist und es gibt halt noch die Union und ja, eine Mehrheit kommt da nicht mehr zustande. Angela Merkel ist so ein bisschen zwischen den Stühlen und alle versuchen jetzt zu gucken, was so ist mit dieser Regierungskrise. Es gibt auf Monate hin Unsicherheit, so viel ist, denke ich, schon mal klar. Und dieser sogenannte Stabilitätsanker Deutschland in Europa, der ja steht so ein bisschen luftig da und es sieht aus der Ferne aus ein bisschen wie Belgien, könnte man sagen. Und vieles, was jetzt halt ansteht, liegt auf Eis. Also Brexit auch in der EU, ne? Brexit, Reform der Währungsunion, wie von Macron angeleiert, das liegt alles auf Eis, weil eben Deutschland momentan da nicht entscheidungsfähig ist. Also ich würde da vielleicht doch nochmal so ein ganz kleines Fragezeichen anbringen, Philipp. Also ganz so schlimm wie in Belgien ist es ja nun noch nicht. Wir haben immerhin noch eine mehr oder weniger einheitliche Sprache in Deutschland. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Belgien ist ja nicht zuletzt entlang einer Sprachgrenze geteilt. Du warst länger nicht mehr in Bayern. Naja, also ich hab den Eindruck, ich sag zwar Weißwurst irgendwie auf eine Weise, die jedem Bayern das Blut in den Adern gefrieren lässt, aber immerhin kann man sich ja noch verstehen, ja, und irgendwie ein Bier bestellen. Und das ist teilweise in Belgien schon schwierig. Nein, ernsthaft, also ganz so schwierig in Belgien ist es, glaube ich, noch nicht. Wir haben ja immerhin eben eine Bundesregierung, die, das heißt also die Spitze der Exekutive, die tatsächlich noch im Amt ist. Die Bundesverwaltung arbeitet im Prinzip normal weiter. Es gibt vor allem das Problem, dass eben Gesetze im Bundestag eben nicht mehr so ohne weiteres eine Mehrheit finden. Ne? Normalerweise ist ja das parlamentarische System in Deutschland so konstruiert, dass die Bundestagsmehrheit die Bundeskanzlerin wählt oder den Bundeskanzler, der dann wiederum die Minister auswählen kann. Und das führt dazu, dass normalerweise eben die Exekutive, die Regierung, getragen ist von einer Mehrheit im Bundestag. Das ist so das Prinzip in Deutschland, anders in Amerika, ne, wo der Präsident ja völlig separat gewählt wird vom Parlament. Und das ist aber in Deutschland eben jetzt gerade, wie du gesagt hast, Philipp, nicht mehr so richtig der Fall, denn diese Regierung ist im Amt, aber sie kann einfach keine neuen Gesetze mehr durch den Bundestag bekommen. Und du sagtest gerade, die SPD ist in der Opposition. Das ist so die halbe Wahrheit, ne? Die SPD-Minister sind ja durchaus noch im Amt und können möglicherweise auch in Einzelfragen ihre Autorität geltend machen, aber zum Beispiel ist schon eine Abstimmung gescheitert im Bundestag. Da ging es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um ein Finanzpaket irgendwie mit Kontext Irland. Also ich muss gestehen, das haben wir jetzt nicht vorbereitet, das fällt mir nur gerade ein bei dem Stichwort. Und da ist es so, dass die SPD insbesondere aus sozialen Gründen gesagt hat, dass sie diesem Gesetzespaket nicht mehr zustimmen kann, solange Irland tatsächlich noch so ein quasi so eine Oase ist für steuersündige Unternehmen. Und das zeigt, genau wie du sagst, Philipp, dass die SPD sich so ein bisschen befindet auf der Grenze zwischen doch noch irgendwie Regierungsbeteiligung, ne, weil die Regierung eben geschäftsführend im Amt ist auf der einen Seite und aber doch irgendwie auch Oppositionspartei. Ob sie das denn überhaupt wirklich werden wird, glaube ich, ist ja eine der zentralen Fragen. Genau, also wir haben jetzt, wir wollen in dieser Lage mal so ein bisschen die Optionen durchdeklinieren, die es so gibt. Vielleicht kurz vorweg noch, das Politbarometer vom ZDF hat gemessen, dass 2/3 der Deutschen es schlecht finden, dass Jamaika nicht kommt und 55% geben der FDP die Schuld. Und da fragt man sich natürlich unter anderem, also ich frage mich, wie haben sich da so viele täuschen können? Und da fällt mir wieder Daniel Kahnemann ein, der schon oft hier zitiert wurde, Nobelpreisträger, der eben gemessen hat, Entscheidungen und Abschätzungen von Risiken, die treffen wir Menschen eben zum Teil ziemlich irrational und Sachen, die wir kennen, die wir schon oft erlebt haben und wo wir intime Erfahrungen mitgemacht haben, die halten wir halt für wesentlich wahrscheinlicher als Szenarien, mit denen wir bisher noch keinen Kontakt hatten. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dieses Scheitern einer Jamaika-Koalition und einer Bundesrepublik, die jetzt vor Neuwahlen steht oder vor einer Minderheitsregierung, das kennen wir ja nicht und das haben wir deshalb für sehr unwahrscheinlich gehalten, aber jetzt stehen wir da und die Frage ist, wollte die FDP gar nicht regieren, Ulf?
Ja, das ist die Frage, die sich wirklich stellt. Für viele Beobachter sieht es da so aus, als wenn jedenfalls die letzten Tage der Sondierungsgespräche eine große Inszenierung waren, jedenfalls von Seiten der FDP, dass sie also im Grunde intern sich schon abgeseilt hatte von diesen Sondierungen. Das ist auch in den sozialen Medien so ein bisschen hochgekocht. Da ist so ein Sharepick rumgereicht worden von der FDP, dass das Scheitern der Sondierungsgespräche auf den Punkt brachte. Und das trug einen Dateinamen vom Donnerstag. Und da wurde natürlich sofort gemutmaßt, seht her, die FDP hat schon am Donnerstag gewusst, dass die Sondierungsgespräche platzen werden. Und nachdem das hochgekocht ist, hat die FDP aber dann sofort zwei weitere Bilder auf Twitter geteilt, die denselben Dateinamen so mehr oder weniger tragen, auch mit dem Datum vom Donnerstag, die aber quasi für den Fall vorbereitet worden seien, ja, angeblich so die FDP, dass wenn die Gespräche zum Erfolg führen. Also das ist so ein bisschen unklar, aber jedenfalls ist die Frage, oder steht die Frage doch im Raum, ob die FDP sich nicht längst davon verabschiedet hatte. Und ich finde ehrlich gesagt, das Verhalten von Christian Lindner unmittelbar nach dem Scheitern der Gespräche total verdächtig, denn er nennt absolut abstrakte Gründe, ja, er sagt kein Vertrauen, keine gemeinsamen Vorstellungen, aber ganz ehrlich, wenn man in einer solchen verantwortungsvollen Situation ist und gerade eine Regierungskrise herbeiführt, dann kann man doch nicht nur von Atmosphäre sprechen und von ganz abstrakt und ganz allgemein von fehlenden Visionen, da muss man doch zumindest zwei oder drei Knackpunkte nennen, wo es angeblich für die FDP nicht möglich gewesen sei, mitzugehen. Ja, das wiederum wäre ja legitim, ne? Wenn man sich quasi verbiegen müsste inhaltlich, ja, ich stelle mal ein fiktives Beispiel, wenn die Grünen hätten akzeptieren müssen, dass wieder in die Atomkraft eingestiegen wird zum Beispiel. Ne? Das wäre für die Grünen natürlich ein totales No-Go gewesen. Das hätten sie nicht akzeptieren können, da hätte jeder verstanden, wenn die Grünen in einer solchen Situation Gespräche abbrechen. Ähnliche Gründe hätte es natürlich auch bei der FDP gegeben, also Stichwort Abschaffung des Soli, aber da waren die anderen Parteien der FDP ja schon sehr entgegengekommen und deswegen, also ich habe von Christian Lindner und anderen führenden FDP-Vertretern keinen überzeugenden Grund gehört, warum denn jetzt diese Gespräche auf gar keinen Fall mehr zum Erfolg führen könnten. Und das fand ich ehrlich gesagt total verdächtig. Was denkst du? Naja, ich habe mir nochmal dieses Interview angeguckt, was er mit Marietta Slomka geführt hat am Heute-Journal. Das ist auch 10 Minuten lang. Ja. Und die hat ihn das auch immer wieder gefragt. Und er hat dann halt schon ein paar Gründe genannt. Also Beispiel Soli. Ja? Die FDP wollte halt, dass dieser Solidaritätszuschlag in dieser Legislaturperiode, die jetzt anfängt, abgeschafft wird. Das wollten die anderen Parteien im Prinzip, wollten sie es wohl auch, aber nicht so krass. Die Grünen haben gesagt, es ist nicht finanzierbar. Aber dann hat er sich beklagt, dass die Union der FDP dann so ein Angebot gemacht hätte, was quasi, sagen wir mal, ein Angebot war, was im Unionspartei oder im Wahlprogramm drinsteht. Und dann hat er gesagt, was sollen wir denn damit anfangen? So, also er hat schon, also diesen Soli hat er schon so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt, als konkretes Beispiel, warum diese Verhandlungen für die FDP nicht zum produktiven Abschluss hätten kommen können. Und dann meinte Slomka natürlich, hey, Sie sind eine 11%-Partei. Hallo, Sie können nicht das komplette Koalitionsprogramm da bestimmen. Naja, aber das drehte sich dann im Kreis und er hat gesagt, wir sind nicht auf den grünen Zweig gekommen, wir wollten eine Wende, wir wollten das Bildungsprogramm oder die Bildungsrepublik, die Schulen, die Bildung insgesamt reformieren, das war alles nicht machbar. Also wie gesagt, wir haben das ja auch schon häufig gesagt, ich finde die Sachen, über die sie sich da gestritten haben, ja jetzt 3 Gigawatt, 4 Gigawatt Kohle, 7 Gigawatt Kohle, 10 Gigawatt Kohle Ausstieg oder eben wie den Soli sofort oder erst in 4 Jahren oder in 5 Jahren, ich finde das sind alles keine Themen, worüber sowas zerbrechen muss. So und dabei... Nee, das würde ich genauso sehen, Philipp. Wie gesagt, also ich finde das, klar, du hast das angeschnitten mit dem Soli, aber ganz ehrlich, das hätte doch die FDP auch ihren Leuten durchaus als Erfolg verkaufen können. Ob das jetzt nah oder nicht so nah ist am Unionsprogramm, ist doch nicht der entscheidende Punkt. Nee. Der entscheidende Punkt wäre doch gewesen, es geht raus aus dem Soli, es wird quasi ein festes Ausstiegsdatum festgelegt. Das war doch damals bei der Atomkraft ganz genauso. Da hat man doch auch Ausstiegsdatum in weiter Ferne festgelegt und irgendwie die Kraftwerksbetreiber konnten sogar noch Kapazitäten zwischen verschiedenen Kraftwerksblöcken hin und her schieben und einzelne Blöcke bis in alle Ewigkeit weiter betreiben, so mehr oder weniger. Also so sehen eben Kompromisse aus, wenn Parteien eigentlich nicht einer Meinung sind. Daran kann man es nicht scheitern lassen. Und was ich auch so ein bisschen verdächtig finde, also ganz vorsichtig, wir haben uns sehr bemüht, in dieser Folge einen FDP-Vertreter ans Mikrofon oder ans Telefon zu bekommen. Die haben uns aber alle abgesagt. Ich will jetzt nicht sagen, die FDP hat sich weggeduckt, weil man ja schon auch annehmen kann, dass die einfach relativ viel Stress haben und viel um die Ohren haben. Und wir sind jetzt natürlich auch noch nicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aber trotzdem finde ich
mich ist das so ein bisschen schwach, dass sich niemand von der FDP bereit befunden hat, Rede und Antwort zu stellen. Aus einer Partei, die sich Digital First auf die Fahnen geschrieben hat. Ne? Aber jetzt ist natürlich die Frage, was waren denn die Motive? Ne? Wenn es jetzt sozusagen diese inhaltlichen nicht sind, zumindest nicht so überzeugend, wie man sich das gerne wünschte. Und da glaube ich schon, dass es da der FDP auch sehr, sehr viel ums Profil ging und um eine größere, sagen wir mal, Vision, die die FDP unter Lindner hat. Und ich glaube nämlich, das hat auch der Spiegel geschrieben, der FDP geht es, sagen wir mal, um eine Neuerfindung ihrer Partei. Die wollen nicht mehr diese Nachkriegspartei sein, die der Union zur Regierungsmehrheit verhilft, diese kleine 10-Quietsch-Prozent-Partei, sondern sie wollen eher eine Bewegung sein, hat der Spiegel auch geschrieben, orientiert an den österreichischen FPÖ-Liberalen und an dieser Bewegung von Macron in Frankreich. Und die sehen sich dann eben eher bei 20+% und vielleicht auch mal als Regierungspartei. Und da, glaube ich, passt es der FDP einfach nicht ins Profil, jetzt wieder eine unter Vieren zu sein als 11-Prozent-Partei und dann wieder so schlechte Erfahrungen zu machen wie 2013, wo sie dann rausgeflogen sind am Ende. Ich glaube, das wollten sie schon irgendwie vermeiden und da waren sie schon auch ganz froh, dass sie das jetzt vermeiden konnten. Und ich denke, darum geht es ihnen. Und sie pokern halt darauf, dass das irgendwie als Profilierung wahrgenommen wird und dass sie jetzt bei möglichen Neuwahlen halt mehr Stimmen kriegen. Was denkst du? Ja, ich glaube, dass, wenn man davon mal ausgeht, dass die FDP ganz bewusst sich entschieden hat und dass es keine emotionale Reaktion war, dann muss man ja sich die Frage stellen, was waren denn jetzt die Motive? Und ich habe das auch so wahrgenommen, dass es jetzt darum geht, sich um jeden Preis zu profilieren. Wie gesagt, also im Nachgang dieser Entscheidung ist relativ wenig an Inhalten gekommen, warum das denn jetzt angeblich immer wieder sein musste. Aber ich denke schon, dass das Motiv gewesen sein dürfte. Und dann gibt es noch so ein paar andere Gründe. Also die FDP ist natürlich nach wie vor traumatisiert davon, dass sie 2013 nicht mehr in den Bundestag gekommen ist. Das muss um jeden Preis vermieden werden. Und vielleicht hatte Christian Lindner einfach das Gefühl, dass das, was quasi in dieser Jamaika-Koalition möglich gewesen wäre an liberalen Positionen, nicht ausreicht für einen Bundestagswahlkampf 2021. Das wäre eine denkbare Erklärung. Bloß nicht wieder rausfliegen, steht über allem. Dann lieber einfach eine Legislaturperiode in der Opposition verbringen. Da spielt auch eine Rolle, dass ja die neue FDP-Fraktion sehr, sehr viele junge Abgeordnete hat, die zum ersten Mal überhaupt im Bundestag sind. Also sehr viel neue MdBs, ganz wenig Erfahrung. Vielleicht traute Lindner seiner eigenen Fraktion auch nicht so richtig über den Weg, wenn es um die Disziplin geht, die für eine Regierung erforderlich sind. Vielleicht wollte er um jeden Preis Skandale vermeiden. Und natürlich klar, in der Opposition ohne Regierungsverantwortung kann man natürlich so eine Legislaturperiode wesentlich entspannter verbringen, wenn auch natürlich häufig mit weniger Gestaltungsmöglichkeiten als in der Regierung. Das wäre denkbar. Ne? Und letztlich ist es aber so ein bisschen Kaffeesatzleserei, denn ich finde, so richtig deutlich gemacht hat Christian Lindner eigentlich nicht, was ihn dazu bewogen. Nee, das nicht, aber ich glaube schon, dass dieses Argument schwer wiegt. Er wollte auf jeden Fall vermeiden, dass er als so ein Juniorpartner in so einer Regierung unter Merkel wieder wahrgenommen wird, so wie das bis 2013 der Fall war und dann sind sie rausgeflogen. Und jetzt einer unter Vieren zu sein, ja, wie sollst du denn da irgendwie glänzen? Ja, so. Und na, das wäre schon möglich gewesen. Also ich zum Beispiel, Stichwort Zünglein an der Waage, ne, ist ja klar, die Union und die Grünen markieren, also CSU noch mehr als die CDU, markieren so ein bisschen die beiden Enden der politischen Skala. Die Union als die vergleichsweise rechte Partei, die Grünen als die immer noch relativ linke Partei, wenngleich es natürlich auch in den Grünen breite Kreise gibt, die inzwischen doch sehr bürgerlich sind. Und dann wäre die FDP doch einfach so quasi die ausschlaggebende Kraft in der Mitte gewesen, die in vielen konkreten Streitsituationen hätte sagen können, an uns hängt es jetzt. Das hätte man ja durchaus auch hier und da mal kultivieren können und dann sehr demonstrativ zeigen, wir geben jetzt letztlich in diesem Dreier-Vierer-Bündnis den Ausschlag. Also das hängt, ich glaube, das wäre halt einfach eine Herausforderung gewesen. Ja, das wäre natürlich nicht einfach geworden, sich zu profilieren in dieser Konstellation, aber unmöglich war das nicht. Und ich finde, das leitet auch sehr schön über zu der nächsten Frage. Jetzt haben ja doch viele Menschen der FDP harte Vorwürfe gemacht. Wir haben es eben schon gesagt, 55% geben der FDP die Schuld am Scheitern der Sondierungsgespräche. Und das kulminiert so ein bisschen in der Formulierung zu sagen, die FDP stiehlt sich aus der Verantwortung. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das jetzt die richtige Formulierung ist, Philipp. Wir dachten, wir wollten das einfach mal anschneiden und vor allem die Frage stellen, was heißt denn eigentlich politische Verantwortung in dieser Situation? Genau, das ist halt so ein Schlagwort, was immer rumgereicht wird und alle benutzen das so, als wäre völlig klar, was damit gemeint ist. Aber ich finde, es lohnt sich schon mal darüber ein, zwei Gedanken zu machen, was denn damit gemeint ist. Und ich finde, da ist nämlich schon auch was dran. Ja, wenn du nämlich sagst,
sagst, du wirst nicht als Christian Lindner gewählt oder als ein Politiker, sondern du wirst als Repräsentant gewählt. Und du wirst auch nicht als Repräsentant von deinen Wählern gewählt, sondern du wirst als Repräsentant vom gesamten Volk, vom Staatsvolk gewählt. So. Und damit übernimmst du eine Rolle und damit übernimmst du Verantwortung. Nämlich die Verantwortung zu sagen, es gibt hier Fragen, Probleme in diesem Land und ich bin einer davon, der mithilft, diese zu lösen. So, und da ist deine Verantwortung, alles oder viel dafür zu tun, um eben dieser Aufgabe gerecht zu werden. Und da kann man schon sagen, ja, wenn jetzt so eine Situation droht wie Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung oder so, ja, dass da schon auch eine Verantwortung da sein kann, zu sagen, okay, diese Situation wollen wir vermeiden, es gibt wichtige Sachen, die wir anpacken müssen und wir können jetzt ja, ich knall das Ding jetzt nicht einfach so hin, ohne dass es dafür wirklich triftige Gründe gibt. Und da wir diese Gründe nicht gesehen haben und nicht gehört haben von Herrn Lindner, finde ich, kann man schon sagen, dass er sich da aus dieser Verantwortung stiehlt. Nämlich gerade in einer echt schwierigen Situation zu sagen, wir versuchen hier eine Lösung zu finden. So, wir übernehmen die Verantwortung, in einer komplexen Situation eine Lösung zu finden. Und da, finde ich, ist schon was dran. Den Punkt kann man schon machen, finde ich. Ich würde da weitgehend mitgehen. Ich würde nur noch mal eine Fußnote anbringen an deiner These, dass man als Abgeordneter oder natürlich genauso als Abgeordnete Vertreter oder Vertreterin des ganzen Volkes ist. Das ist als solches banal und natürlich völlig richtig, aber auf der anderen Seite befinden sich ja solche gewählten Menschen auch in einer Spannungssituation, denn wenn sie sich allzu sehr von dem entfernen, was sie vor der Wahl gesagt haben, dann ist natürlich wiederum schnell von Wahlbetrug die Rede, ne? Und das setzt ja im Grunde voraus, dass man gewählt worden ist für ein ganz bestimmtes Programm und eben auch von den Menschen, die dieses Programm sich zu eigen gemacht haben, ne? Die dieses Programm ihrer Wahlentscheidung zugrunde gelegt haben. Das heißt also, dieser politische Auftrag oder die politische Verantwortung ist schon so ein bisschen zweischneidig. Selbstverständlich sind es Abgeordnete des ganzen Volkes auf der anderen Seite, aber gibt es schon auch die politische Erwartung, die ja auch nicht illegitim ist, dass Abgeordnete im Prinzip für das einstehen, für was sie gewählt worden sind. Das gilt natürlich umso mehr für die Menschen, die über die Liste gewählt worden sind. Also Direktkandidaten haben da, denke ich, mehr Spielraum, weil sie ja eben quasi auch namentlich tatsächlich gewählt worden sind und haben deswegen ein bisschen mehr Spielraum, sich vielleicht auch mal von der Parteilinie zu entfernen. Der schon verschiedentlich in der Lage erwähnte Marco Bülow aus dem Ruhrgebiet macht das ja auch relativ häufig. Der hat eben Direktmandat, das ist ja auch mit deutlichem Vorsprung vor dem Zweitstimmenergebnis der SPD gewonnen hat. Und daraus leitet er jetzt zum Beispiel auch durchaus das Mandat ab, sich von der SPD abzugrenzen und hat sehr weitreichend Vorschläge auch gemacht, wie die SPD sich weiterentwickeln soll. Also ich finde, das mit der politischen Verantwortung ist ein bisschen komplexer, aber klar, im Ergebnis, wer es auch immer der Auftrag ist, hat man natürlich eine Verantwortung dazu beizutragen, wenn es denn irgendwie geht, dass das Land sinnvoll regiert werden kann. Und da denke ich auch, also jedenfalls mit dieser Begründung konnte Christian Lindner das Handtuch nicht werfen. So, das kommt dann irgendwie jetzt zu diesen Optionen, ja, von denen wir anfangs gesprochen haben. Also FDP, denke ich, haben wir abgehakt. Jetzt ist die Frage, wie geht's denn nun weiter. Also, die Merkel ist geschäftsführend im Amt, ja, und wir haben halt die Parteien im Bundestag, die gewählt worden sind. Und jetzt kann man, das Erste, was man versuchen kann, ist natürlich mit den Fraktionen, die vorhanden sind, eine Regierung zu bilden. Da das mit Jamaika nicht funktioniert hat, gibt's noch die Große Koalition. Also CDU und SPD tun sich wieder zusammen und wählen die Bundeskanzlerin. Da hat die SPD mehrmals Schulz direkt am Abend und auch jetzt nochmal in dieser Woche gesagt, GroKo machen wir nicht, wir gehen in die Opposition. So, da hat es auch einen Vorstandsbeschluss gegeben, die haben das nochmal schriftlich festgehalten. Also da haben die sich maximal tief in dieses Loch eingebuddelt. Und das sogar nach dem Ende von Jamaika. Ja, also das ja, am ja. Wahlabend, also es am Wahlabend zu machen, gleichsam traumatisiert von diesem Tiefschlag, war schon, denke ich, sehr verständlich und aus meiner Sicht eine völlig richtige Ansage. Aber diese, wie soll ich sagen, diese Ablehnung der GroKo nochmal zu verstärken, unter dem Eindruck, dass Jamaika nicht kommen wird, das halte ich für extrem mutig. Also ob das politisch richtig ist, dazu kommen wir gleich noch. Aber jedenfalls war es sehr mutig von der SPD und ob man das unbedingt nochmal bekräftigen musste. Denn jetzt hat sich insbesondere Schulz oder letztlich an diese Entscheidung gebunden. Das heißt, das politische Schicksal von Martin Schulz, denke ich, hängt eigentlich jetzt daran, eben nicht mehr in eine GroKo einzutreten. Eigentlich kann die SPD das nur noch tun, wenn sie Schulz abserviert, der ja nun erst seit Januar überhaupt an der Spitze
Spitze der Partei steht. Oder nee, gerichtet hat dann Januar ist er Kanzlerkandidat und ein paar Wochen später wurde er dann Parteivorsitzender. Also das wäre schon Anlass für eine echte Führungskrise innerhalb der SPD, wenn er jetzt über diese Frage gleich wieder abserviert würde. Ja, also ich meine, warum die SPD das nicht will, ist klar. Sie haben in diesen großen Koalitionen immer nur verloren, stehen extrem schlecht da. Und das wäre natürlich jetzt, haben wir auch immer gesagt, keine gute Idee, jetzt aus Sicht der SPD in so eine große Koalition zu gehen. Tatsache ist jetzt aber, der Druck ist schon extrem. Also gerade auch vom Bundespräsidenten, der ja sagt, naja, Neuwahlen, das hätten wir eigentlich nicht so gerne. Die Parteien sind gewählt und haben eben diese politische Verantwortung, nun eine Regierung zu bilden. Und bitte mach das mal. Ja, und der führt ja jetzt Gespräche mit allen Vertretern und auch mit der SPD und so. Also der Druck auf die SPD, in diese GroKo zu gehen, ist extrem. Und die Frage ist, glaubst du, dass die das machen? Ja, wir kommen ja gleich noch zu so verschiedenen Szenarien, wie das passieren könnte oder nicht passieren könnte. Aber ich fände es gut, wenn wir zunächst mal so das ganze Bild aufmachen. Okay. Was denn andere Szenarien? Also ja. SPD könnte in die GroKo gehen, politischer Preis wäre extrem hoch. Die zweite Möglichkeit wäre tatsächlich Neuwahlen. Nach den Erfahrungen der Weimarer Republik hat das Grundgesetz allerdings den Weg hin zu Neuwahlen relativ steinig gemacht. Also einfach nur so, weil das Ergebnis der Bundestagswahl irgendwie zu schwierigen Gesprächen Anlass gibt, kann man jetzt nicht den Bundestag auflösen. Im Gegenteil, das geht eigentlich nur dann, wenn jetzt ein etwas kompliziertes Verfahren oder mehrere komplizierte Schritte abgelaufen sind zur Wahl oder auch Nichtwahl eines neuen Bundeskanzlers oder einer Bundeskanzlerin. Normalerweise wählt der Bundestag auf Vorschlag des Bundespräsidenten den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Und zwar mit absoluter Mehrheit. Das heißt im Grundgesetz der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder. Wenn eine solche Mehrheit nicht zustande kommt, dann hat der Bundestag 14 Tage die Chance, einen Bundeskanzler zu wählen. Es muss aber einen solchen zweiten Wahlgang nicht geben. Das Besondere an diesem zweiten Wahlgang ist, dass es da, oder auch dritten oder vierten, dass es da keinen Vorschlag des Bundespräsidenten braucht. Also im ersten Wahlgang wird über jemanden abgestimmt, den der Bundespräsident vorschlägt. Bei den Wahlgängen in den 14 Tagen danach geht das einfach quasi auf Initiative des Bundestages selber. Und wenn nach diesen 14 Tagen immer noch niemand mit absoluter Mehrheit gewählt worden ist, dann muss ein weiterer Wahlgang stattfinden. Wie gesagt, in diesen 14 Tagen muss der Bundestag gar nicht wählen. Also diesen zweiten Wahlgang kann er einfach ausfallen lassen. Und dann in diesem Wahlgang nach den 14 Tagen, da reicht die Mehrheit der Stimmen. Also einfach derjenige, der die meisten Stimmen auf sich vereint, ist dann zum Bundeskanzler gewählt. Aber der Bundespräsident muss ihn dann nicht ernennen zum Bundeskanzler, sondern dann hat der Bundespräsident zwei Möglichkeiten. Er kann entweder den Gewählten oder die Gewählte ernennen, auch wenn der oder die eben nur die einfache Mehrheit der Stimmen auf sich vereint hat, oder er kann den Bundestag auflösen. Und das ist im Grunde der Weg, der jetzt möglich wäre. Also Angela Merkel könnte sich auf Vorschlag Steinmeiers zur Wahl stellen im Bundestag, würde dann mutmaßlich im ersten Wahlgang nicht die Mehrheit finden. Dann müsste man schauen, ob der Bundestag in dieser 14-Tage-Periode nochmal abstimmen will oder nicht. Jedenfalls nach den 14 Tagen könnte sich Angela Merkel nochmal zur Wahl stellen, würde dann sehr wahrscheinlich die meisten Stimmen auf sich vereinen, A, weil es gar keine Gegenkandidaten geben dürfte, jedenfalls keine ernsthaft in Betracht kommenden, und B, weil die Union einfach die größte Fraktion ist. Und dann wäre Steinmeier am Zug und könnte entscheiden, entweder er nennt er Merkel dann zur Chefin einer Minderheitsregierung oder er könnte den Bundestag auflösen. Also einfach so geht das nicht mit den Neuwahlen, ist ein relativ komplexes Verfahren. Ja, aber auch dieses Auflösen oder Merkel zur Bundeskanzlerin ernennen, potenziell einer Minderheitsregierung, das ist, glaube ich, aber das weißt du vielleicht besser, vom Bundesverfassungsgericht nicht gleichgewichtig gewertet worden. Also ich glaube, und das hat Steinmeier ja auch klar gemacht, diesen Bundestag auflösen, das greift so sehr in die Rechte von gewählten Abgeordneten ein, dass man das nicht einfach so machen kann, sondern das deutet ja auch Steinmeier an, sein Ziel ist schon, so wie der Bundestag jetzt gewählt wurde, soll er verdammt nochmal auch irgendwie eine Regierung hinkriegen. Und ich glaube, dieses Auflösen, das ist für Steinmeiers Sicht wirklich nur so das allerletzte, was ihm einfallen würde, was er gerne machen würde. Ja, das ist ganz interessant, denn da hat sich die Diskussion, denke ich, in den letzten Tagen auch weiterentwickelt. Also nachdem Jamaika gescheitert war, haben im ersten Schock alle gesagt, okay, dann wählen wir jetzt halt neu.
Aber ganz so einfach ist das nicht, wobei diese Rechtsprechung, die du zitierst, die betrifft quasi den zweiten Fall, wo der Bundestag aufgelöst werden kann. Das ist ja, wenn ein sogenanntes konstruktives Misstrauensvotum scheitert. Ne? Wenn also eine Vertrauensfrage im Bundestag scheitert. Und da hat es in der Geschichte der Bundesrepublik mehrfach die Situation gegeben, dass Bundeskanzler ganz bewusst eine Vertrauensfrage haben scheitern lassen, obwohl sie durchaus noch das Vertrauen einer Mehrheit des Bundestages hinter sich hatten, um den Bundestag auflösen zu können und eben Neuwahlen herbeiführen zu können. Das eine Mal war, als die FDP Anfang der 80er Jahre die Seiten gewechselt hat, quasi aus der Koalition mit der SPD ausgeschieden ist und mit der Union Helmut Kohl zum Kanzler gewählt hat. Da hat Kohl sehr bald eine Neuwahl angestrebt, ganz bewusst, obwohl er eine breite Mehrheit hatte, weil man gesagt hat, die FDP ist damals mit der Aussage in die Wahl gezogen, wir machen mit der SPD zusammen, und dann haben sie die Seiten gewechselt. Dafür wollte man dann quasi die Entscheidung des Wählers einholen. Und das zweite Mal war 2005, als Gerhard Schröder eben wesentliche Entscheidungen nicht mehr durch den Bundesrat bekam und dann eben auch sagte, jetzt brauche ich einfach eine Entscheidung des Wählers, und hat dann ja auch verloren. Ne? Das war ja dann der Anlass dafür, dass Angela Merkel zum ersten Mal Bundeskanzlerin wurde. Genau. Also, und diese Neuwahlen, die bergen halt das Problem, es ist völlig unklar, was dabei rauskommt. Also es gibt jetzt so einige Umfragen, die aber so ein bisschen darauf hindeuten, dass es mehr oder weniger alles beim Alten bleiben könnte, nur dass die AfD so ein bisschen stärker werden dürfte. Wie die FDP abschneidet, ist auch ein bisschen unklar, könnte theoretisch verlieren, aber es ist halt unklar, was dabei rauskommt. Ja, ach genau, ich hatte einen Gedanken gerade vergessen. Du hattest ja gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht eben, wie soll ich sagen, so eine gewisse Vorsicht angemahnt hat. Genau, und in diesen Situationen, wo man quasi eine Vertrauensfrage bewusst scheitern lässt, das ist ja so ein bisschen fake. Ne? Eigentlich hat der Bundeskanzler ja in diesen Situationen das Vertrauen gehabt, und da hat das Bundesverfassungsgericht dann etwas zähneknirschend gesagt, gab es dann auch Verfahren. Das ist schon in Ordnung so, man kann den Bundestag auf diese Art und Weise auflösen, aber eben nicht willkürlich, sondern da muss man dann sehr vorsichtig rangehen. Das heißt also, ich wäre sehr, sehr vorsichtig, diese Entscheidung des des Bundesverfassungsgerichts auf die Situation des Artikels 63 zur Bundeskanzlerwahl zu übertragen. Okay. Denn beim Artikel 63, das ist die Situation hier, dritter Wahlgang, ernennen oder auflösen, da muss man sagen, da ist es halt einfach eine Vollmacht des Bundespräsidenten, und da wird ja nicht falsch gespielt. Ne? Das ist ja gerade nicht so eine Fake-Situation wie bei der gescheiterten Vertrauensfrage. Und deswegen, ich will nicht ausschließen, dass Karlsruhe auch hier kritische Prüfung an den Tag legen würde, aber das ist jedenfalls nicht so ohne weiteres vergleichbar. Genau, aber es bleibt dabei, es ist völlig unklar, was dabei rauskommt, und es gibt halt auch das Argument zu sagen, naja, man kann in der Demokratie, wenn die gewählten Parteien irgendwie nicht zu Potte kommen, nicht einfach immer neu wählen lassen, solange bis einem es passt. So, ne? Und damit, wenn das sozusagen nicht die Option ist, die gezogen wird, ob sie gezogen wird, ist völlig offen, dann wäre halt die dritte eine Minderheitsregierung. Das wäre dann sozusagen bei diesem Prozedere, was du eben geschildert hast, Ulf, eben, dass der Steinmeier nicht die Option zieht, okay, wählen wir neu, sondern die Option zielt, im letzten Wahlgang wurde halt die meisten Stimmen für Angela Merkel abgegeben, dann soll die jetzt mal eine Regierung bilden, und da sie keine Koalition hat, hat sie halt nur ihre Union, die haben aber nicht die Mehrheit der Stimmen im Bundestag. Das heißt, wenn die ein Gesetz verabschieden wollen, brauchen sie die Stimmen anderer Fraktionen. Und das kann eben von Gesetz zu Gesetz sich ändern. Das kann mal die SPD sein, mal die FDP, die AfD sicherlich auch, die Linken. Und so müssen sie sich halt für jede Entscheidung neue Mehrheiten suchen. Ja. Genau, das ist so das Grundmodell einer Minderheitsregierung. Es ist eine Regierung im Amt, die hat keine parlamentarische Mehrheit, und jedes Mal wird wieder nach einer Mehrheit gesucht. Und das ist in der derzeitigen Situation politisch ganz besonders schwierig. Zwar hat die Union ja die FDP-Stimmen relativ sicher auf ihrer Seite. Das hat man ja auch in den Sondierungsgesprächen gesehen. Ne? Wir haben, glaube ich, vor ein, zwei Wochen mal gesprochen über dieses Papier mit dem Zwischenstand der Verhandlungen, wo es einfach ganz häufig so war, CDU, CSU, FDP finden das eine, Grüne finden das andere. Also Union und FDP würden sicherlich relativ häufig die Stimmen zusammenbekommen. Das Problem ist, das reicht nicht. Und dann würden immer noch Stimmen fehlen. Und da kommt dann die AfD ins Spiel. Es gibt einfach dann die Situation, dass man in vielen Fällen mit den AfD, oder man hätte mit den AfD-Stimmen zusammen eine Mehrheit. Das heißt also, die Versuchung wäre groß für die Union, einfach zu gucken, wir stellen mal irgendwas zur Abstimmung, was wir
wir mit der FDP vereinbart haben und schauen, wer dafür stimmt. Und es wäre nicht ganz unwahrscheinlich, dass häufig die einzige Partei, die dafür stimmt, tatsächlich die AfD wäre. Und das wäre natürlich in doppelter Hinsicht fatal. Also zum einen müsste sich dann die Union und die FDP dem Vorwurf aussetzen, dass sie mit den Rechtsradikalen paktieren. Das ist nicht schön. Das könnte bei der eigenen Anhängerschaft zu einiger Irritation führen. Und zum anderen würde es natürlich die AfD enorm aufwerten, wenn sie quasi das Zünglein an der Waage sein könnte im Bundestag. Das heißt also, das ist politisch extrem heikel. Also eine solche Minderheitsregierung kann man kaum bilden, um mal ein konkretes Beispiel zu bilden, wo das anbrennen könnte. Das ist der Fall dieser Sperre für den Familiennachzug bei Menschen, die in Deutschland leben und nur diesen sogenannten subsidiären Schutzstatus haben. Ja, also Menschen, die nicht als Flüchtlinge anerkannt sind im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass die eben derzeit keine Familienangehörigen nachholen können nach Deutschland, anders als Geflüchtete. Und das ist aber nur eine zeitweilige Sperre. Das heißt, normalerweise können auch Menschen mit diesem subsidiären Schutzstatus ihre Angehörigen nachholen. Es gibt derzeit eine Sperre, das war so eine Notmaßnahme aus dem Jahr 2015 und diese Sperre läuft Ende März 2018 aus. Mit anderen Worten, wenn jetzt der Bundestag nichts macht, ja, dann gilt ab dem 1.4.2018 auch für Menschen mit subsidiärem Schutz wieder der Familiennachzug. Und das ist natürlich aus Sicht der Union eine Katastrophe, aus Sicht der FDP auch nicht so toll. Also jedenfalls die bisherigen Signale gehen dahin, dass die FDP den Familiennachzug auch nicht wieder einführen möchte für diese Gruppe. Und die AfD will ja sowieso am liebsten keine Flüchtlinge ins Land lassen. Mit anderen Worten, man hat für die Verlängerung des Familiennachzugs eine Mehrheit im Bundestag. Für die Verlängerung des Verbots. Für die Verlängerung des Verbots, genau. Aber nur man hat dafür eine Mehrheit, aber nur mit den Stimmen der AfD. Das heißt also schon im Frühjahr, rund um Ostern herum, könnte es zum Schwur kommen, ob die Union sich tatsächlich dazu herablässt und natürlich die FDP ebenso mit den Stimmen der Rechtsradikalen die Sperre für den Familiennachzug zu verlängern. Da kommt es zum Schwur. Ne? Und deswegen glaube ich, diese Konstellation Minderheitsregierung ohne weitere Deals ist kaum darstellbar, aber es gibt ja eben auch noch die Option der Minderheitsregierung mit Duldungen, Philipp. Was könnte denn da attraktiv sein? Genau, da ist so die Idee, dass man zwar keine Koalition bildet, wo dann die andere Partei Ministerämter kriegt und so, aber dass es schon auch Absprachen gibt. In diesem Fall wäre das zum Beispiel mit der SPD möglich, wo man sagt, wo die Union sagt, gut, wir machen jetzt vielleicht keine große Koalition mit der SPD, aber wir machen eine Minderheitsregierung mit SPD-Duldung. Das heißt, es gibt zwar für die SPD keine Minister, aber wir besprechen so bestimmte Themen ab, die der SPD wichtig sind und wo man vielleicht gemeinsam vorgehen will, sodass man weiß, also bei so ein paar zentralen Projekten, da können wir zumindest mit den Stimmen der SPD rechnen und Union und SPD hätten dann die Mehrheit und da wäre es dann egal, wie die AfD abstimmt. Und das ist natürlich auch ein Szenario, was nicht zuletzt Andrea Nahles ins Spiel gebracht hat. Jetzt nochmal eben eine Minderheitsregierung der Union mit Duldung der SPD. Und die Frage ist halt so ein bisschen, soll die SPD sich darauf einlassen? Ja, also. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also den Vorschlag gibt es, ne? Das ist ja jetzt keine reine Nahles hat das gemacht, uns. Genau, ja. Genau, und auch der SPD-Abgeordnete Jo Leinen, der lange im Europaparlament war jetzt und ich glaube immer noch ist oder in den Bundestag jetzt gekommen ist, Philipp, weißt du? Nee, das weiß ich auch nicht. Ganz sicher, weiß ich auch nicht. Er war jedenfalls heute Morgen im Deutschlandfunk, das habe ich nämlich da gehört und er hat vorgeschlagen, man solle doch genau das anstreben, Minderheitsregierung von Angela Merkel mit SPD-Duldung. Ich bin da ehrlich gesagt extrem skeptisch. Ich würde sagen, so eine Duldung ist im Grunde das Schlechteste aller Welten, denn das würde ja bedeuten, dass keine SPD-Minister an Bord wären. Ja, weil es ja eben keine Koalition ist. Das heißt also, es wäre eine reine CDU-geführte Exekutive. Das heißt, man hat über die Führung der Ministerien keinerlei Einfluss auf die Tagespolitik. Trotzdem aber würden natürlich in den Augen der Bürgerinnen und Bürger Gesetze, die die Union einbringt und die die SPD mitträgt, ja, in so einer Duldungskonstellation dazu führen, dass auch die SPD für diese ganzen Maßnahmen mit in die Haftung genommen wird. Das heißt, die SPD hätte keine Vorteile, müsste aber die Zeche zahlen für Dinge, die die Bürgerinnen und Bürger vielleicht ablehnen. Und das, glaube ich, ist politisch die dümmste Lösung. Das ist im Grunde überhaupt nur in die Diskussion gekommen, weil sich die SPD so in die Sackgasse manövriert hat mit ihrer Ausschließerei, ne? Weil sie eben nach der Bundestagswahl und jetzt nochmal nach dem Ende von Jamaika so deutlich gesagt hat, GroKo kommt auf keinen Fall. Und jetzt sieht man aber, das ist eine Position, die sich vielleicht nicht halten lassen wird. Und jetzt versucht man, so eine Art Hintertür zu finden. Und wie gesagt, ich glaube aber, dass diese Duldung da nicht die richtige Lösung ist. So, und aber jetzt haben wir das alles zusammengekehrt. Was machen wir denn da jetzt? Also wo soll es denn hingehen, deiner Meinung nach?
Also ich bin da sehr gespannt, wer sich da in der SPD durchsetzt. Also hinter den Kulissen tobt da, muss man so deutlich sagen, ein Machtkampf. Eine Deutschlandfunk-Redakteurin twitterte schon die Tage, Scholz, der sehr konservative Hamburger SPD-Bürgermeister, putscht gegen Schulz, setzt sich an die Spitze der SPD und setzt eine GroKo durch. Ja, das war die These von Ann-Kathrin Büsker aus dem Zeitfunk. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob es tatsächlich so weit kommt, ob die SPD tatsächlich jetzt schon den Mut aufbringt, Schulz abzuschießen, nachdem er nicht mal einem Jahr an der Spitze stand. Das sieht dann ja schon ganz extrem nach Wankelmut und Führungsschwäche aus. Auf der anderen Seite muss man sagen, steht die SPD-Führung enorm unter Druck, ist rumort in der Partei, gerade in der Bundestagsfraktion immer mehr Genossen, ziehen da also die Festlegung von Schulz und vom Parteipräsidium in Zweifel, drängen auf eine GroKo und gerade die MdBs machen Druck, ja, wie gesagt, aus der Bundestagsfraktion. Viele haben da gerade ein Mandat gewonnen, dass sie auf gar keinen Fall wieder verlieren wollen und sagen, dann nehmen wir doch lieber, was wir haben, Klammer auf, auch wenn wir dann beim nächsten Mal bei 10% stehen, im schlimmsten Fall. Ich halte das für einen sehr gefährlichen Weg, aber ich glaube, wenn man das denn tatsächlich tut, dann sollte die SPD zumindest versuchen, was dabei rauszuholen. Das ist ja kein Geheimnis, das haben wir in der Lage schon öfter angesprochen, dass wir bei der SPD so ein bisschen das soziale Profil, sagen wir mal, etwas schwach ausgeprägt finden. Und ich glaube, jetzt könnte die SPD quasi einen Befreiungsschlag wagen und versuchen, aus dieser strategisch sehr schwierigen Situation doch noch was zu machen. Man stelle sich vor, die SPD ginge jetzt mit 3 steilen sozialen Forderungen in Koalitionsgespräche oder meinetwegen auch erstmal in Sondierungsgespräche. Erstens Mietpreisbremse. Ja, wir haben darüber gesprochen. Die bisherige Mietpreisbremse funktioniert nicht, weil zentrale Elemente fehlen. Wollen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Eine wirklich funktionierende Mietpreisbremse wäre aber möglich, haben wir in der Lage auch schon diskutiert. Das wäre Forderung Nummer 1. Forderung Nummer 2, Mindestlohn für alle. Da gibt es ja breite Ausnahmen und Anheben auf einen sinnvollen Betrag. Und der dritte und eigentlich vielleicht wichtigste Punkt, die Bürgerversicherung, also Krankenversicherungspflicht für alle und eine freiwillige private Zusatzversicherung. Das wäre eine der zentralen Lösungen, um die Schwierigkeiten in der gesetzlichen Krankenversicherung zu lösen. Es wäre ein sehr solidarisches Modell. Und wenn man das macht als SPD, also mit 3 steilen Thesen, steilen Forderungen, die die Union ehrlich gesagt an die Schmerzgrenze bringen, in solche Gespräche gehen, dann ist man aus meiner Sicht in einer Win-Win-Situation. Entweder macht die Union das mit, schluckt diese Kröten und es kommt zu einer großen Koalition, diesmal mit erkennbarem sozialen Profil. Dann kann die SPD sagen, okay, das lohnt sich, weil wir jetzt wirklich mal was für die Menschen in diesem Lande rausholen, die SPD typischerweise wählen. Das wäre die eine Option. Oder wenn das denn scheitert, ja, wenn die Union das nicht mitmacht und sagt, nö, das ist uns alles viel zu sozial, haben wir keinen Bock drauf, dann könnte die SPD die Sondierungen scheitern lassen und in den Wahlkampf ziehen und sie hätte sich schon in den Sondierungsgesprächen als soziale Partei profiliert. Das wäre aus meiner Sicht jetzt der Move, wie die SPD versuchen könnte, aus diesem strategischen Dilemma, in das vor allem Schulz sie manövriert hat, wieder rauszukommen. Ja gut, ich meine, das klar, eine optimale Lösung gibt es nicht. Ich sehe das Problem, dass natürlich viele dieser Punkte auch schon in der letzten GroKo-Thema waren und die SPD überhaupt nicht davon profitiert hat. Also Mindestlohn, Mietpreisbremse hatten wir schon, Bürgerversicherung war nicht. Aber da sind ja wesentliche Sachen schon von umgesetzt worden, auch wenn sie jetzt im Endeffekt nicht so funktionieren, wie man sich das gedacht hat mit der Mietpreisbremse. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass die SPD, sagen wir mal, selbst wenn die Union diese Themen schluckt, nach 4 Jahren da besser dasteht und besser aus dieser GroKo rauskommt, als es das letzte Mal passiert ist. Also das glaube ich, das sehe ich nicht. Ich weiß halt nicht genau, wie sie aus diesem Loch rauskommen wollen, die Schulz und der Vorstand ihnen gegraben hat, zu sagen, wir machen keine GroKo, wir machen keine GroKo, wir machen keine GroKo. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit Schulz geht. Der müsste dann weg und dann könnten sie sagen, ist eine neue Lage und ist halt alles schwierig und deswegen versuchen wir das jetzt nochmal. Aber mit Schulz sehe ich nicht, dass die da irgendwie in die GroKo gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und mit diesen Themen, wie gesagt, mich überzeugt das noch nicht. Also ich fände es ja gut, wenn sie es täten, aber das kann nicht das Argument sein. Ich glaube nicht, dass sie hinterher nach dieser GroKo dann besser dastehen als nach der letzten GroKo. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also für die SPD ist das, glaube ich, ein Selbstmordkommando. Also wenn es danach geht. Also ja, Ja. Ich finde es inhaltlich könnte man sagen, hat es was für sich, die Themen finde ich auch wichtig, man könnte sagen, okay, dann haben wir wieder, ne, Stabilität etc., aber ich frage mich nicht, wo die AfD nach 4 Jahren steht. Also wenn wir jetzt nochmal 4 Jahre GroKo haben und nochmal so eine Art Merkel-Übermutter-Konsens, ja, wo irgendwie alles doch eins ist und wir machen das alles zu einem großen Elitenkonsens, da ist die AfD nach 4 Jahren nicht bei 12%. So.
Das ist sicherlich ein Risiko, aber da würde ich jetzt mal ganz, ganz sportlich einwerfen. So eine Legislaturperiode muss ja auch nicht 4 Jahre dauern. Ganz ehrlich, niemand will diese GroKo so richtig. Und momentan ist die Lage verfahren, aber es gibt ja keine zwingende Verpflichtung, diese 4 Jahre tatsächlich durchzuziehen. Ich bin völlig bei dir, Philipp. Die SPD hat systematisch sich zugrunde gerichtet mit großen Koalitionen. Das hat sie inzwischen seit den Zeiten von Gerhard Schröder fast 20 Prozentpunkte gekostet. Ja, Katastrophe. Aber das liegt nicht unbedingt daran, wie sie in die GroKos reingeht. Die Koalitionsverhandlungen sind oder Koalitionsverträge sind teilweise gar nicht schlecht, sondern sie verliert quasi immer in der zweiten Halbzeit. Ja, am Anfang, auch in der letzten großen Koalition, war es ja so, dass am Anfang tendenziell eher Punkte aus dem SPD-Programm umgesetzt wurden und dann in der zweiten Halbzeit ist im Grunde überhaupt nichts mehr passiert, womit die SPD hätte Wahlkampf machen können. Und dann hat sie noch den großen strategischen Fehler gemacht, sich im Wahlkampf so ambivalent zu verhalten. Ne? Also einerseits die Erfolge schon irgendwie zu nennen, aber sich zugleich abzugrenzen von der GroKo, das ist kommunikativ natürlich eine Katastrophe. Es ist mit anderen Worten, SPD verliert oft in der zweiten Hälfte einer GroKo und im Wahlkampf, der daran sich anschließt. Und mal ganz ehrlich, vielleicht kann ja so eine GroKo, die ohnehin eigentlich keiner will, auch nach 2 Jahren scheitern. Ja, vielleicht sind dann die Karten neu gemischt. Die AfD hat sich im Bundestag zerlegt. Die Bürgerinnen und Bürger haben gesehen, dass die letztlich völlig irrelevant ist, weil sie keine sinnvolle Parteipolitik machen kann. Die SPD hat sich profiliert in einer GroKo und wenn sich dann idealerweise auch noch Linke und Grüne irgendwie profiliert haben, dann reicht es vielleicht für Rot-Rot-Grün nach 2 Jahren. Ne, dann kann man ja so eine GroKo auch wieder platzen lassen. Also ich bin, wie man glaube ich auch in der Lage gehört hat, überhaupt kein Freund, weil ich mir echt Sorgen mache, dass die SPD sich dann weiter zerlegt und weil ich auch inhaltlich glaube, dass es für die politische Kultur nicht gut ist. Ja, gerade diese schwache Opposition im letzten Deutschen Bundestag war aus meiner Sicht eine echte Katastrophe und hat die AfD mit stark gemacht. Aber man muss dann vielleicht einfach so ein bisschen daraus lernen. Ja, aber ich bin sehr skeptisch, ob Neuwahlen die Lösung. Ja, das, aber wenn ich das jetzt mal so sehe, so aus der großen Perspektive, wir haben jetzt all diese Optionen aufgeblättert. Und wenn es jetzt auch sowas geht wie um eine staatspolitische und demokratische Verantwortung, ja, dann würde ich doch dazu tendieren zu sagen, die SPD hat sich in dieses Loch manövriert. Sie kann nicht sagen, wir machen eine GroKo, das hat auch andere Nachteile. Aber ich finde, sie kann sagen, wir machen eine Duldung, um Neuwahlen zu verhindern, um eine einigermaßen stabile Regierung zu ermöglichen. Und wir wissen, dass das für uns sozusagen nicht die allerbeste Option ist, aber wir machen es trotzdem, ohne eine GroKo einzugehen. So, also das fände ich. Aber das hat doch nur Nachteile im Vergleich zur GroKo. Das hat doch für die SPD nur Nachteile. Weniger Einfluss und die gleiche Mithaftung. Ja, aber wenn sie in die GroKo geht, stehen die als Wortbrecher da. Ich meine, so deutlich und so wiederholt und so intensiv hat das doch selten jemand gesagt, dass er irgendwas nicht macht. So, und wenn, das ist in 3 Monaten vergessen, Philipp. Das ist in 3 Monaten vergessen. Ja klar, der Witz ist doch, Sie haben es ja vor der Wahl nicht gesagt. Ne? Wenn Sie jetzt vor der Wahl eine GroKo ausgeschlossen hätten, dann hätten wir das Problem, das wir eben sagten, eben schon angesprochen haben, mit dem Wahlbetrug. Vor der Wahl haben Sie das ja offen gehalten. Das heißt also, den Wählerauftrag haben Sie einfach nur dazu, SPD zu sein. Ja? GroKo oder aber nicht. Aber dann muss Schulz gehen. Schulz ist dann weg. Ja, dann ist das, also Schulz, muss man sagen, hat, das denke ich, sehe ich genauso wie du, da hat sich Schulz einfach zu sehr an diese GroKo-Ablehnung gebunden, das geht nicht, aber dann muss man ehrlich sagen, hoffe ich, dass sie nicht nur um Schulz zu retten, diesen Formelkompromiss mit der Duldung eingehen. Also das wäre nun wirklich das Gegenteil von Win-Win. Okay, also dann ist unsere Prognose, Schulz geht und die SPD geht in die GroKo und wir haben 4 Jahre GroKo. Können wir uns darauf einigen? Nee, ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass wir dann 4 Jahre GroKo kriegen. Dann wäre die SPD wirklich zu blöd. Ich hoffe, ich bin auch nicht davon überzeugt, dass tatsächlich eine GroKo zustande kommt. Ich würde mir wünschen, dass die SPD mit steilen Forderungen, ich habe 3 denkbare Kernthesen eines sozialdemokratischen Programms genannt. Ich würde mir wünschen, dass die SPD damit in die Sondierung geht, schaut, was mit der Union geht. Und wenn das nicht geht, ja, wenn die Union am liebsten wieder, so wie in der letzten GroKo, 99% Union mit so ein paar roten Staubkörnchen drauf machen will, dann kann man das auch guten Gewissens scheitern lassen und hat dann noch wesentlich bessere Gründe dafür, als die Christian Lindner jetzt angegeben hat. Ja, okay, also ich überlege gerade, ob wir jetzt wieder diesen Fehler machen wie beim Jamaika, so kann gar nicht scheitern, weil dann hätten wir ja Neuwahlen und eventuell eine Minderheitsregierung, das kann gar nicht sein und am Ende ist es doch gescheitert und jetzt sagen wir, naja, also Minderheitenregierung und Neuwahlen, das kann ja nicht sein, das haben wir ja noch nicht, sehr unwahrscheinlich, wir landen wahrscheinlich bei einer GroKo und ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt doch auch dann wieder so läuft, dass man so in diese Falle tappt und das, was man halt noch nicht hatte und noch nicht kennt, für wahnsinnig unwahrscheinlich hält und am Ende gibt's dann doch Neuwahlen.
So, ja, also wenn ich mir das genau überlege, aber das löst natürlich kein Problem, ne, weil so wie es aussieht, werden die Ergebnisse nicht so wahnsinnig viel anders sein. Und dann stehen wir nach Neuwahlen, nach 2 Monaten, Tohuwabohu, und weiß ich nicht, was das kostet, 90 Millionen Euro habe ich irgendwie gehört oder noch mehr, dann stehen wir genau da, wo wir jetzt auch stehen. Und dann geht es alles wieder weiter und dann haben wir vor Sommer keine Regierung. Ja, deswegen glaube ich auch, dass sich die Diskussion so verschoben hat. Ne? Also wie gesagt, nach dem Scheitern von Jamaika hieß es ja erst völlig klar Neuwahlen und jetzt sind wir 4-5 Tage weiter und mit einmal ist das alles gar nicht mehr klar. Und ich glaube, ein wesentlicher Grund dafür war, dass die entscheidenden Personen einfach mal die Umfragen gelesen haben und gesehen haben, dass es jetzt eben nicht durch eine neue Bundestagswahl den Big Bang gäbe, ne, womit einmal alles wieder klar ist, sondern im Gegenteil, es ist genau das Szenario denkbar oder wenn nicht wahrscheinlich, dass eben nach Neuwahlen nichts anders wäre. Und deswegen ist jetzt aus meiner Sicht jedenfalls der Druck auf die Parteien gestiegen und auch die Bereitschaft der Parteien gestiegen, doch jetzt irgendwie nochmal neue Möglichkeiten auszuloten. Aber wie gesagt, Minderheitsregierung, das glaube ich nicht, das glaube ich wirklich nicht, und zwar aus dem Grund, den ich genannt habe, ja, dass das nur die AfD stärken würde. Da ist man weiß nie, was passiert. Ja, wenn es kann natürlich sein, dass die Parteien eigentlich Neuwahlen wollen und Steinmeier aber einfach gnadenlos den Bundestag nicht auflöst. Ne? Das letztlich kann der Bundestag sich eben nicht selber auflösen, muss man so deutlich sagen. Notfalls sind sie halt verdammt dazu, irgendwie über die Runden zu kommen. Aber das glaube ich, das würde auch Steinmeier nicht machen, denn dann, wie gesagt, würde er letztlich der AfD die zentrale Rolle im Deutschen Bundestag zuschustern. Das kann er ja nicht wollen. So, es ist mega interessant und es wird sich sicherlich in der nächsten Woche schon wieder was Neues ergeben haben, hoffe ich. Wir müssen es jetzt bis dahin erstmal bei diesem Punkt beruhen lassen und kommen nochmal zu einem anderen wichtigen Thema. Genau. Aber es ist schon fast schwierig, jetzt einen Übergang hinzukriegen. Wir kriegen ne? keinen, den haben wir schon, der ist schon vorbei, der Übergang. Es ist natürlich auch ein Thema gewesen in diesen ganzen Verhandlungen, auch wenn nur am Rande, aber es ist so ein bisschen bei uns in der Rubrik Wiedervorlage, nämlich dieser Breitbandausbau. Denn da hatten wir ja schon manchmal drüber geredet und uns ist das ja irgendwie auch eine Herzensangelegenheit. Der Punkt, warum wir da jetzt heute nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, ist ein Ding, eine Tatsache, dass ich damals nach unserer Berichterstattung darüber eine kleine Anfrage, so eine Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage gestellt hatte beim Bundesministerium der Wirtschaft, weil es so ein paar offene Fragen gab zu diesem Breitbandausbau, den die Große Koalition da in die Wege geleitet hat. Nochmals kurz zur Erinnerung, also die Bundesregierung fördert diesen beziehungsweise den Breitbandausbau auf diesen schlecht versorgten Gebieten mit weniger als 30 Mbit mit 4 Milliarden Euro bisher. 30, 60 wären wahrscheinlich nötig, aber gut, 4 Milliarden ist besser als nichts. Ziel ist halt bis 2018, also schon nächstes Jahr, dass alle mindestens 50 Mbit haben. Und das ist alles nicht so furchtbar neu. Aber was sich viele gefragt haben, war eben, wie genau wird denn dieses Programm umgesetzt und kann es das Ziel erreichen? Weil es gibt nämlich im Kern zwei Modelle, wie dieser Breitbandausbau gemacht werden kann. Also die Kommunen, die dieses Geld beantragen können, diese 4 Milliarden, die haben zwei Modelle zur Auswahl und davon ist eins gut und eins schlecht. Also das eine ist das Betreiber Modell, was im Prinzip sagt, okay, wir als Gemeinde, als Kommune, wir bauen ein, sagen wir mal, passives Netz, also wir bauen irgendwie Glasfaser, wir bauen da Gebäude hin und wo diese Glasfaser enden und wir machen Gulli und Schächte und alles und dann heuern wir eine Firma an, die das alles für uns betreibt, und wo den Leuten Internet angeboten wird von verschiedenen Anbietern, aber diese Hardware, das Faser, das gehört uns. Und dann gibt es das sogenannte Zuschussmodell, wo einfach nur gesagt wird, naja, okay, also bisher hat sich hier niemand bereit gefunden, schnelles Internet aufzubauen. Die haben alle gesagt, hier gibt es zu wenig Leute, die dafür zahlen würden, uns reichen die Gewinne nicht aus und so. Und dass man dann sagt, na gut, was ist denn die Lücke? Was würdet ihr denn einnehmen mit unseren Leuten und was müsstet ihr einnehmen, damit sich das rechnet? Und dieses Delta, das bezuschussen wir euch, damit es sich für euch lohnt. Und dieses zweite Modell ist deshalb blöd, weil eben erstens damit tendenziell keine Glasfaser bezahlt wird, sondern einfach Kupfer, ja, wo die Telekom dann hingeht und sagt, naja, also hier unser Kupfer, unser Vectoring, das kostet uns so und so viel, da brauchen wir aber noch ein bisschen, um das zu machen. Das ist also das eigentlich ungeilere Modell, sondern man will das Betreibermodell eigentlich haben, damit die Gemeinden im Besitz von Glasfaser sind, was irgendwie zukunftssicher ist. Und die Frage war immer, wie viel dieser Kohle und wie viel dieser Projekte, die jetzt beantragt werden,
nutzen eigentlich dieses Betreibermodell und wie viele nutzen eigentlich dieses Zuschussmodell? Und da habe ich, das war immer in diesen öffentlichen Unterlagen vom Wirtschaftsministerium nicht zu sehen. Und da habe ich halt mal hingeschickt, schick mal die Zahlen und jetzt sind die Zahlen da und siehe da, wie von vielen befürchtet, ist, dass dass die meisten Projekte bedienen sich dieses Zuschussmodells, also wo einfach gesagt wird, okay, es ist nicht wirtschaftlich für den Provider XY hier Kupfer weiterzumachen, deswegen gibt es halt Geld dazu und die wenigsten sind wirklich dieses Betreibermodell, wo die Gemeinde hingeht und sagt, wir machen Glasfaser und das gehört uns, nämlich die Zahlen sind, also Stand Juli 2017, von den beantragten und den bewilligten Projekten sind nur 19% nach diesem Betreibermodell aufgestellt. Der ganze Rest ist quasi Zuschuss. Und da habe ich auch Thorsten Gerpott zugefragt. Der ist quasi so ein Breitbandexperte an der Uni Duisburg-Essen. Und der sagt auch, ja, haben wir alle so mit gerechnet. Das sind verschenkte Zuschüsse, weil viel, viel Geld eben in privaten Taschen versickert, ohne dass wirklich nachhaltig Glasfaser installiert wird. Und die Gemeinden verlieren halt sozusagen den Einfluss auf das Netz. Und er sagt, die Bürokratie für dieses eigentlich sehr schöne Betreibermodell ist viel zu groß. Deswegen würden viele Gemeinden das nicht machen. Und deswegen hat er auch eine Studie geschrieben, verlinken wir auch. Deswegen wird dieses Ziel 50 Mbit bis 2018 auch nicht erreicht werden. So, das mal so als Update. Mit anderen Worten, weil dieses Zuschussmodell im Wesentlichen alte Technologien wie zum Beispiel Kupferkabel und VDSL und Vectoring jetzt irgendwie mit letzter Kraft noch so in Anführungsstrichen Zukunft rettet, ja, anstatt dass man konsequent auf moderne Infrastruktur setzt. Genau, also wenn du halt hingehst und sagst, hier, ich bin eine Gemeinde und lieber Provider, warum machst du denn hier kein Internet für uns, kein schnelles? Und er sagt, naja, ihr habt zu wenig Leute, das lohnt sich nicht. Und dann sagt die Gemeinde, naja, was bräuchtest du denn, um hier Internet zu bringen? Und da sagen die dann, na gut, wir bräuchten Summe X und das läuft meistens auf Kupfer raus, dass sie sagen, ja, ihr habt ja schon ein bisschen Kupfer, da machen wir ein bisschen modernere Technik rein und lutschen das Kupfer mit Vectoring ein bisschen aus, aber diese Modelle laufen eben meistens auf Kupfer raus und das ist schlecht, das ist einfach schlecht, das ist nicht das, was man will. Das eigentliche Problem beim Vectoring ist ja auch, dass dann eben nur noch ein Betreiber die Infrastruktur komplett nutzen kann. Du kannst also dann zum Beispiel mit der Telekom konkurrierender Provider nicht mehr einfach so eine Kupferdoppelader mieten, ne, weil nämlich irgendwie aus technischen Gründen alle Kupferadern in einer dicken Leitung vom selben Betreiber betrieben werden müssen. Ja, das ist irgendwie gerade der Witz beim Vectoring. Das heißt, das ist im Grunde der absolute Killer für die Konkurrenz auf der Teilnehmeranschlussleitung. Das ist ein großes Problem. Und warum will man denn eigentlich diese Glasfaserleitung, Philipp? Das klang jetzt bei dir so ein bisschen apodiktisch, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Warum will man denn diese Glasfaserleitung? Na, erstens machen die mehr Bandbreite und zwar auf Jahrzehnte hinaus. So kriegst du da mehr Daten durch als durch Kupfer und das wird halt in meinen Augen das informationstechnische Rückgrat der nächsten, keine Ahnung, 50 Jahre werden. Da wird alles drüber laufen, Telefon, Notrufe, Daten, Kommunikation, alles wird über Glasfaser laufen. So, und Kupfer hat seine Grenzen, viele sagen dann Funk, Funk, Funk. Ja, aber Funk ist auch ne, geteiltes Medium, gehen halt nur limitiert Leute rüber und hat, glaube ich, nicht die Kapazitäten und die Robustizität von Glasfaser. Deswegen, also ich habe, weiß nicht, ich kenne niemanden, der wirklich sagt, wir können auf Glasfaser verzichten, weil wir so schöne Funk- und LTE-Verbindungen haben. Wobei man schon sagen muss, wir haben das Thema Breitband ja schon verschiedentlich auch in der Lage diskutiert und hatten dann auch, fand ich, eine sehr interessante Diskussion in den Kommentaren, wo dann eben schon auch Leute mit beachtlicher Argumentation gesagt haben, also abstrakt ist das alles richtig mit der Glasfaser, in der Praxis ist es aber so, dass auch die Funktechnik sich so schnell weiterentwickelt hat, dass sie immer deutlich mehr transportieren konnte, als man Bandbreite gebraucht hätte. Ja, das heißt also, Glasfaser ist quasi abstrakt tatsächlich besser, das hat sich nur bislang noch nicht ausgewirkt, das war so quasi das Argument, wenn ich es mal etwas zusammenfassen darf, weil nämlich auch die modernen Funktechniken einfach nicht in der Fläche ausgerollt wurden. Und da ist dann wie so ein bisschen mein Verdacht, das ist aber eben genau der Punkt. Also ob das Funktechnik das quasi abstrakt auch könnte oder ob abstrakt auch mindestens so viel Daten transportieren könnte, wie man derzeit überhaupt nutzen will, das mag ja sein. Nur da muss dann eben auch immer neue Funktechnik ausgerollt werden und das dauert dann wieder Jahrzehnte und kostet unglaublich viel Geld. Wenn man aber einmal eine Glasfaser gelegt hat, dann liegt die Leitung und dann muss man allenfalls noch die Köpfe, also wo dann quasi das Licht, das über die Glasfaser läuft, wieder umgewandelt wird, elektrische Signale austauschen, während die Kabel als solche über Jahrzehnte in der Erde bleiben können. Und ich habe da neulich mal drüber gesprochen,
mit einem der Pioniere des Internet in Deutschland, der also einer der ersten kommerziellen Provider war, Klaus Landefeld vom Echo, und der sagte auch, also das ist in Profikreisen ist es überhaupt nicht umstritten, dass das Einzige, was wirklich zukunftsträchtig ist, eine Glasfaserleitung ist. Ne? Die legst du einmal, dann kannst du die jahrzehntelang nutzen. Alle anderen Technologien helfen dir nur über ein paar Jahre hinweg. Und insofern denke ich, Philipp, ist das im Ergebnis schon richtig. Und das Zuschussmodell hat eben das große Problem, dass es, wenn man so will, keine wirklichen Infrastrukturinvestitionen fördert, sondern einfach nur dafür sorgt, dass die bisherige Technik besser ausgelutscht wird. Und das Betreibermodell führt dazu, dass tatsächlich die Gemeinde eine bestimmte Infrastruktur besitzt, zum Beispiel eine Glasfaserinfrastruktur, und dann selber entscheiden kann, wen sie darauf Internet anbieten lässt. Und da kenne ich zum Beispiel Modelle aus Skandinavien. Ne? Da schließt man, da hat man irgendwie Glasfaser bis in die Wohnung, schließt da irgendwie seinen Laptop an, und wenn man noch keinen Vertrag hat, hat man dann so eine Auswahlseite, 5 oder 10 Provider sagen dann, wir bieten unsere Dienste über diese Glasfaser an, klicken Sie hier, welchen Sie gerne hätten, und los geht's. Ja. Und das willst du ja eigentlich. Ne? Du willst ja die Auswahl haben zwischen verschiedenen Vertragsoptionen, möglichst. Genau. Dann haben wir noch einen kleinen Nachklapp auch. Wir haben ja prognostiziert, dass durch die Pleite von Air Berlin die Flugpreise innerhalb von Deutschland steigen werden, und palim palim. Surprise. Genauso ist es gekommen. MyDeals.de, so ein Schnäppchenportal, hat mal bei Skyscanner geguckt, wie sich denn so die Preise entwickelt haben von 25 sehr exemplarischen Flügen und Destinationen innerhalb von Deutschland, und haben festgestellt, im Vergleich zum Oktober sind die im November um 30% nach oben gegangen im Schnitt. Einige Strecken, München, Berlin, Hamburg, München, haben sich zum Teil auch die Preise verdoppelt, und die Gründe sind relativ offensichtlich, sagt auch Daniel Zimmer, also der ist Direktor des Instituts für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Uni Bonn und war mal Vorsitzender der Monopolkommission, also so einem unabhängigen Beratergremium, das eben Regierung und Parlamente in Sachen Wettbewerb berät. Und Zimmer sagt: Monopolpreise auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Fehlen von Kapazitäten in der Luft, die zusammengenommen diese zum Teil exorbitanten Preissteigerungen erklären. Also zum einen sind es natürlich jetzt die Monopolstellung von der Lufthansa auf vielen Strecken, die dazu führen, dass die Preise steigen. Und auch die Tatsache, dass viele Air Berlin Flieger noch am Boden sind, weil eben diese Übernahme noch nicht komplett durchgewunken ist und eben viele dieser Flugzeuge noch nicht fliegen dürfen. Sprich, der Platz in der Luft, die Sitzplätze sind nicht ausreichend für die große Nachfrage. Deswegen steigen die Preise. Aber er sagt, Brüssel muss das jetzt schnell genehmigen oder beziehungsweise überprüfen, diesen Kauf der Lufthansa. Und dabei wird Brüssel wahrscheinlich Auflagen erteilen, nämlich unter anderem, dass EasyJet und andere Teilnehmer Landerechte und auch Flugzeuge bekommen und dass dadurch dann größerer Wettbewerb wieder herrschen wird, so im Frühjahr, Sommer, und dass dann die Preise wieder sinken, sagt Zimmer. Aber ob allerdings die Preise auf das Niveau zurückkommen, das bei der starken Konkurrenz zwischen Air Berlin und Lufthansa bestanden hat, das ist zu bezweifeln, denn Air Berlin hat hier sehr kräftigen Wettbewerb geleistet, und ob neue Wettbewerber und ob EasyJet hier in vergleichbarer Maße der Lufthansa Konkurrenz machen, das wird die Zukunft weisen. Insofern ist es nicht garantiert, dass wir zu ähnlichen Preisen Flugangebote erhalten wie in der Vergangenheit. Genau, da kommen wir zu einer letzten kurzen Feedback-Runde. Wir hatten eine ganze Reihe von interessanten Beiträgen wieder bei uns in den Kommentaren. Übrigens so als kleiner Hinweis, ihr findet die über lagedernation.org. Das ist ja die Internetseite unseres Podcasts, und dort ist so ein ganz kleines bisschen versteckt, quasi, wenn ihr die Seite aufruft, müsst ihr quasi erstmal die Überschrift einer Folge anklicken. Ja, dann seht ihr quasi eine Folge und seht die Shownotes und so. Und da gibt es dann oben eine Zeile, wo steht so und so viele Kommentare. Und wenn man da draufklickt, dann sieht man die irgendwie. Ne? Philipp, ist so ein ganz kleines bisschen schwierig zu finden, aber das ist irgendwie WordPress. Ihr schafft das. Jedenfalls freuen wir uns immer über eure Kommentare, und wir wollten jetzt einen nochmal einspielen. Und zwar hatten wir ja letztes Mal ausführlich gesprochen über die Paradise Papers und die Frage, ob man von Firmen Moral verlangen kann. Ich hatte da sehr deutlich Position bezogen und gesagt, nein, das kann man nicht. Firmen haben eben, das mag man bedauern, aber Firmen orientieren sich eben danach, was rechtlich möglich ist, weil sie sonst im Zweifel von ihren eigenen Aktionären unter Druck gesetzt werden. Und da gab es eine interessante Einschätzung von Michael,
Michael schreibt uns, eine Ergänzung zu eurer Einschätzung zu Siemens. Klar, Firmen maximieren die Euros und es ist vielleicht naiv von ihnen Moral zu erwarten. Das war ja so etwa mein Punkt. Die Aussage kann man machen, meint Michael, aber allerdings nicht mehr, wenn die Firmen sich selber einen moralischen Anstrich zu geben versuchen. Unternehmen wie Siemens sprechen ständig von Human Rights, Sustainability, Corporate Responsibility, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und so weiter, also von Dingen jenseits der reinen Rechtsnorm. Auch Siemens. Und dann müssen sie daran gemessen werden, wenn es darauf ankommt. Man kann nicht an einem Tag seine Corporate Responsibility seinen Corporate Responsibility Award, also einen Preis für besondere Verantwortlichkeit, abfeiern und seinen Rekordgewinn und am nächsten Tag 7.000 Leute rausschmeißen. Für eine immer noch rentable Sparte, Klammer auf, wie diese Kraftwerksbausparte, Klammer zu, muss es andere Lösungen geben, als Werksschließungen per Live-Chat zu verkünden. Ja. Diese Erwartung kann meines Erachtens die Öffentlichkeit haben. Ja, und das finde ich überzeugend. Sehr schöner, ja. Ja, sehr schöner Beitrag von Michael, das hatten wir gar nicht gesehen, dass Firmen ja in der Tat sich inzwischen auch inszenieren quasi als die Guten und dann müssen sie sich daran auch festhalten lassen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Philipp, die Lage der Nation ist abschließend erörtert, wie immer. Ja, unter technisch harten Bedingungen, ich hoffe, ihr habt davon nicht so viel mitbekommen, aber wenn, dann seht's uns nach, wir geben unser Bestes, aber die Technik streikt eben manchmal dann doch. Vielleicht an dieser Stelle noch ein versöhnlicher Hinweis auf unseren Shop, wo es seit neuestem auch Tassen gibt. Ulf hat sich auch welche bestellt. Ja, die sind übrigens super, ja. Ja, genau, da gibt's jetzt Rabatt auf alles ab dem 24., das ist sozusagen ab morgen, bis zum 27., nämlich 15% und der Gutscheincode ist SALE201, also SALE201. Da gibt es 15% auf alle Tassen, alle Hoodies und alle T-Shirts. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr dabei seid. Danke für eure Unterstützung. Und wir hören uns wieder, wenn es heißt Welcome to Lage der Nation nächste Woche. Bis dann. Schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.